Herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Folge Let's Watch. Diesmal gucken wir uns an von The Pet ein Video. Er ist kein Let's Player, sondern er sagt, er macht wohl auch lustige Sachen. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Comedy Pet 2.0 Nummer 1 Straßen und Filme. Was ist es? Wir werden uns überraschen lassen und ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Jetzt ist nur ein kurzes Video von 2 Minuten 31 und los geht's. Ja, er ist da. Euer Comedy Pet. Herzlich willkommen zu der allerersten Comedy Pet 2.0 Folge. Ja, ich habe euch ja gesagt, ich erzähle euch was von Polen. Und das mache ich jetzt auch. Ja, also ihr Deutschen, ihr habt mega Glück mit den Straßen. Ihr habt so geile Straßen, ey. Die sehen so aus, so geil aus, so glatt. Und in Polen, das sind solche Löcher, Leute, ey, das müsst ihr euch, ihr müsst erst da sein, um das zu begreifen, dass da solche Löcher sind. Fährst du mit einem Auto so brumm, brumm, siehst den Wagen vor dir, ist der auf einmal der Wagen weg? Ist der Wagen weg? Gehst du dahin, wenn du dahin gehst, guckst du ja noch, oh mein Gott, der fällt ja noch, guck mal, der fällt ja noch, oh mein Gott, wie tief ist das? Oh, ja. So sieht das dann in Polen aus. Jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, aber wirklich, so sehen die Löcher da aus. Aber nicht so, nee, nicht so tief, nein. Überhaupt nicht. Und auch die Deutschen, ihr habt mega viel Glück mit Filmsynchronisation, Filmübersetzung. Harry Potter zum Beispiel. Den könnt ihr ja perfekt synchronisieren, alle Teile gucken. Super, jeder Charakter, Harry, Hermine, Ron, hat jeder seine eigene Stimme, jeder seine eigene Stimme und in Polen hörst du nur eine einzige Stimme, wie ein Charakter, ob Hermine, ob Harry, ob Ron, Harry, Tschechter ist dem Harry, Hermine, Tschechter ist dem Hermine und immer so weiter, das ist voll schlimm, jetzt zum Beispiel auch im Fluchwörter in Deutschland, da kennen die nur Penner, Arschloch. Oder ein paar andere, die will ich jetzt nicht auflisten. In Polen, da hörst du nur Piep. Das will ich euch gar nicht sagen, was die da alles sagen. Die Araber, die sind noch schlimmer, aber mit dem will ich gar nicht anfangen. Und ja, Dankeschön, das war's mit Comedy Pad 2.0 der ersten Folge und wir sehen uns bis bald. Okay, das war Comedy Pet 2.0. Offenbar versucht sich Pet als Stand-Up-Comedian. Finde ich cool. Ist mal auf jeden Fall was anderes als Let's Plays und Gaming-Videos und so. Aber ich kenne mich mit dem Thema. Also ich gucke mir auch gerne Comedy-Leute an und so weiter. Deswegen ist das nichts, aber trotzdem nicht so das Thema, womit ich mich auskenne. Fangen wir mal mit ganz sachlichen Sachen an, also mit ganz objektiven Sachen. Die Videoqualität lässt äußerst zu wünschen übrig. Wenn wir jetzt mal nach solchen Kriterien gehen. Pass auf, wir gucken es nochmal an. Dass man alle zum Beispiel hier die ganze Zeit das in der Mitte sieht, Wondershare, ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Verstehe ich nicht. Wie kommt das zustande? Kommt es zustande, dass das immer zu sehen ist. Außerdem passt es hier nicht, es ist nicht ganz, es ist irgendwie ein ziemlich kleines Format. Es ist sehr klar, also ein bisschen unscharf und so weiter, die Kamera ist nicht die beste. Aber es ist egal. Es kommt ja hauptsächlich auch auf das an, was gesagt wird. Die Audioqualität, es ist ein bisschen leise. Naja, gut. Und ich frage mich, wo hast du denn da gefilmt? War dir das so unangenehm, dass du irgendwo in die Pampa gegangen bist, um da irgendwie in so eine Baumschule zu gehen? Ist das eine Baumschule oder ist das eine Obstplantage? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es eine coole Location, auf jeden Fall mal. So, Stand-Up-Comedy. Ich kann jetzt keine Tipps zu Stand-Up-Comedy geben. Ich weiß nur, dass die Pointen sehr wichtig sind, dass der Zeitpunkt für die Pointen geübt werden muss und so weiter und so fort.
Es ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem ganz großen Stand-Up-Comedian, aber von den Ansätzen her gefällt es mir schon gar nicht schlecht. Natürlich gehört zu einem Stand-Up, zu Stand-Up-Comedy sehr, sehr, sehr viel Übung und sehr viel Erfahrung. Und auch sehr wichtig ist es, dass man Rückmeldung bekommt, um zu wissen, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Und nur so kann man was lernen und besser werden und sich verbessern. Mein spontaner Eindruck, rede deutlicher, geh auf einzelne Dinge ein, besser ein, wie zum Beispiel, ein paar Mal sagst du das und das und das, aber davon will ich gar nicht erst reden, zum Beispiel Schimpfwörter, es hätte mich sehr interessiert, die anderen Schimpfwörter, da hättest du zum Beispiel noch irgendwie dir ein paar kreative, nicht zu üble Schimpfwörter einfallen lassen können, die irgendwie zu Polen passen oder sowas, oder wo du auch irgendwas sagst mit den Arabern, aber da will ich nicht von sprechen, das ist nicht lustig, ehrlich gesagt, das ist nur... Das wirkt dann nur so ein bisschen diskriminierend einfach. Oder die Araber, aber da will ich nicht weiter drauf eingehen. Das ist so Klischee-Denken, das geht gar nicht. Also da musst du schon, wenn, dann ein lustiges Beispiel für haben. Ansonsten, die Kameraführung ist ein bisschen wackelig. Wer auch immer das gefilmt hat, mach es doch am besten mit einem Stativ beim nächsten Mal. Das ist sonst nicht so cool. Ansonsten... Üben, üben, üben. Schreib dir den Text vorher gut auf. Das macht nämlich jeder Comedian, auch wenn es bei Comedians so aussieht, als würden sie so einfach so locker aus der Tasche heraus plaudern und erzählen und machen und tun. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Die haben alle sich vorher einen Text geschrieben und können diesen ellenlangen Text auswendig, wirklich bis aufs Wort, bis auf die Betonung des letzten Buchstabens, können die diesen Text auswendig, üben das tausend, hunderte Male, bestimmt hunderte Male vor dem Spiegel, bis es wirklich richtig sitzt, bis die Grimassen sitzen, bis die Körperhaltung, die Körpersprache stimmt, bis die Aussprache richtig ist, bis alles einfach perfekt sitzt. Die können den kompletten Text auswendig und das solltest du natürlich auch können. Du hattest zwar jetzt keine großen Hänger drin, aber man hat schon manchmal gemerkt, dass du ein bisschen nachdenken musstest, was du da eigentlich erzählst. Also üben, 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 bessere Texte schreiben, viel, 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 viel üben und dann wird es auf jeden Fall noch was. Ich wünsche dir viel Glück und drück dir die Daumen. Ich guck mal gerade, ob es auch einen YouTube-Kanal zu dir gibt. Comedy Pet. Ah ja, hier gibt es auch den Comedy Pet als The Pet als YouTube-Kanal. Und ein Abonnent erst, das ist ein bisschen wenig, ich abonniere dich mal. Ich möchte nämlich sehen, wie es weitergeht und wie du dich weiterentwickelst, denn das interessiert mich wirklich. Ja, offenbar hast du hier gerade erst wirklich angefangen über uns. Ich guck mal gerade, ist jetzt fast schon wie beim Let's Push You. Aber, ach, da steht gar nicht, seit wann du dabei bist. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Ups, drücke dir die Daumen, dass es was Cooles gibt. Und bin gespannt, was da noch kommt. Mach weiter!